Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs mit mir, eurem JadiLP. Und wir sind ja hier, um die Mission dazu erledigen. Aber hier ist auch direkt ein CTOS-Turm, ja? Ganz ehrlich, den sollten wir vielleicht erst machen. Warte mal, da können wir eigentlich mit der Karre fahren. Warum laufen wir denn da? Wir haben noch so ein cooles Auto. Ein bisschen kaputt, aber was soll's. So, ja, ein bisschen Speed, ey. Vielleicht eine Runde irgendwie auf dem Hinterhof oder so. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Lift. Oh. Ja, unser Auto ist nicht mehr ganz so gesund. Kommen wir doch so hoch ohne Lift? Jo, läuft doch ohne Lift. Brauchen wir nicht. So, wir müssen aber 100 Pro da oben hin, ja. Okay, da kommen wir so nicht hin. Die sind doch voll auf Droge hier, oder? Yeah, ey, was geht? You, was läuft? Alter, Drogenjunkies. So, hier kommen wir auch nicht lang. Hier kommen wir weiter hoch, aber ob es richtig ist, weiß ich natürlich auch nicht. Hier kommen wir schon mal nicht mehr lang. Hier auch nicht. Ach, wartet mal. Ist da Kamera? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da ist ja schon die Tür. Ah. Wir brauchen irgendwo eine Kamera. Oh, da geht das lang. Dann geht das da hoch. Okay, das sehe ich ein. Alles klar. Wir brauchen trotzdem eine Kamera, mit der wir da mal so hinkommen. Muss doch irgendwo eine Kamera zu hacken sein. Das gibt's doch gar nicht. Nirgendwo eine Kamera zu sehen. Denn sowas, ey? Wo haben wir denn mal wirklich keine Kamera bisher gehabt? Da waren doch überall welche. Ach. Okay. Entriegeln. Das scheint der falsche Weg gewesen zu sein. Schauen wir mal, wo haben wir denn noch was? Da ist noch eine Kamera? Da haben wir noch was. Alles klar, jetzt haben wir's. Ey, die sind voll laut, die Typen. Bloß weg von denen, ey. So. Sagen wir, müssen hier hoch. Jo, da haben wir's. Und hacken. Ja, langsam werden die Stadtteile frei, Freunde. Knack. Da ist es, unser neues Gebiet, unsere neuen Ziele, die wir haben. Sehr schön. So, Weltkarte öffnen, Bezirk freigeschaltet. Jo. So, dann laufen wir wieder zu unserem Auto und zu der Mission. Denn unser Typ, von dem wir die Identität gestohlen haben und den wir ja gekillt haben, damit wir auf die Auktion können. Was wollt ihr? Seid doch voll freakig, Alter. Halt's Maul. So, ungemäht, scheiß drauf. Der wollte sich mit irgendwem treffen und irgendwas abholen. Und das machen wir natürlich jetzt als erstes mal. Gut. Oha. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagt. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Jep. Ach, genau die Einladung. Genau so war das. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Sehr schön. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Gut. Mr.
Mr. Crispin, hier entlang, bitte. Alles klar. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Okay. In kombinierter Homotherapie. Aha. Den können wir hacken. Boah. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Okay. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Oh. Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Aha. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Alter, was hat die denn für ein Problem? Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Ha. Was war sie für eine Prostituierte? Ich weiß nicht genau. Rechtsanwaltsgehilfe. Hätte was zu hacken. Das ist so 80er. Ich krieg's nicht ganz richtig. Okay. Eine Herstellungskomponente haben wir gehackt. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Erstmal sollten wir auf jeden Fall schnell weg. Oh! Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an. Gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Ja. Cool, wir haben auf jeden Fall die coole Karre jetzt hier, Alter. Sehr geil. Mann. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang, okay. Upp. So. Fahren wir richtig? Ich weiß es gar nicht. Machen wir die Map auf. So, ja, man sollte auch Select drücken und nicht immer starten, ne? Das wäre hilfreich. Da ist die Auktion, ja? So, haben wir jetzt keinen Weg. Jetzt haben wir einen. Oh, wir müssen umdrehen. So, wir haben dieses Auto jetzt auch freigeschaltet bei unserer Auto-Bringdienst-Service-App da, oder? Auch Nachrichten. Die Sicherheit Ihrer Familie. Das TTOS bietet mehr als herkömmliche Kameras und nutzt eine Reihe modernster Überwachungsmethoden. Ja, ja. Straßen, Gebäude, Schulen und... Shit! TTOS bietet ein hochreaktives Sicherheitssystem für alles. TTOS, der Rundumschutz für Sie und Ihre Familie. Ja, und spioniert alles aus. Und zu jeder Zeit. Ja, ja. Und gefilmt wird man auch überall zu jeder Zeit und. Haben wir alle schon gesehen, ne? Die Videos, die das CTOS so speichert. Komm schon aus dem Weg. So. Gut durchgekommen eigentlich.
Was mich ja wundert, ist, wir fahren wie Sau, aber es gibt so keine Polizei. Ist schon mal aufgefallen? Man sieht so keine Polizei unterwegs. Nur wenn man Scheiße baut und nicht verfolgt einen, dann sind sie da, ohne Ende. Aber so? Nö. Die arbeiten wohl hier nur auf Abruf. Oh, Alter! Ich dachte, wir rutschen so an der Leitplanke so entlang, aber nee. Ah, da ist noch ein CTOS-Turm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja eigentlich mitmachen, oder? Das ist da oben. Oder? Ach nee, da. Ja, geh aus dem Weg, Junge. Wir hacken mal die Tür da. So, wir müssen auf jeden Fall da hochkommen. Ich weiß auch noch nicht wie. Ich würde ja eigentlich behaupten, dass es irgendwas mit diesem Container hier zu tun hat. Mal schauen. Ja, jetzt sind wir in der Ecke höher, aber... Warte mal. Der Streifen geht hier irgendwie lang. Da ist er. Entriegeln. Okay, jetzt haben wir die Tür da oben entriegelt. Ja, nur wie kommen wir da hoch? Warum haut ab hier? Könnte natürlich vielleicht so gehen. Mal schauen. Flup. Rüber. Hoch. Tja, hätte gehen können, ist aber verkehrt. Alter. Das war schon ein Jump, wollte ich gerade sagen. Okay, ich steige mal wieder ein. Wollen wir mit dem Auto durchjumpen können? Nee, ne? Das Ding fährt auch schnurstracks nur hoch und runter. Aber das probieren wir auf jeden Fall mit einem anderen Auto. Und Gas. Batz. Tatsache. So läuft's. Durch. Rauf. Tja, Freunde. Funktioniert doch. Mit dem Auto durchjumpen ist doch eine Option. Damit haben wir sogar schon den zweiten in dieser Folge gemacht. Sehr cool. Aber wie man sieht, wir haben noch ein paar. 2, 4, ich glaube 6 waren das noch. Naja, was soll's. So, steigen wir mal wieder ein. Ist unsere coole Karre weg? Nein. Doch. Och, Mann. Jetzt haben wir nur noch so einen Kack-Golf hier, oder was? Och, nö. Ja, wenigstens dann eine einigermaßen coole Karre. Da
hat auch erstmal so ein Ding umgemäht, so ein Pfeiler. Hier, so ein Strommasten. So, geh weg da. Wir brauchen das Auto. Handschuhfach geplündert. $216, sehr schön. So. Hier uns soll mal keiner folgen. So. Nein! Die Laterne ist ein bisschen hart. Okay, durch da. Torf. Quinns Auktion. Oh. Irak ist irgendwo da drin. Und es gibt hier... Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Es gibt hier ein paar schöne Autos, Alter. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Warte mal. Bin gleich genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Ich gucke gerade mal. Hier sind ein paar Autos, die wir bei mir noch nicht gefahren sind. Wenn wir einsteigen, machen wir die ja für unsere Liste frei. Oh, hier der zum Beispiel. Ah, da können wir nicht einsteigen. Schade. Was haben wir hier? Sind alle mal einsteigen. Ich will lieber diesen Autorufservice da frei haben. Ich weiß noch nicht, welche davon hatten wir schon. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ja, ich glaube schon. Und das hier bin ich der Meinung auch. Aber egal, einsteigen kostet ja nichts. So, was mit dem da? So, was... Upp. Wir haben jetzt auch wirklich alle Autos, ne? Bis auf das da. Hier ist ein Polizeiwagen. Okay. Ja. Dann schauen wir doch mal nach. Mission starten, Freunde. Ein riskantes Gebot. Sehr schön. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gerne die Ware begutachten. Ja. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Oh. Sehr luxuriöser Club hier. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Sehr schön. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Okay. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass... So, eindringen. Rumänische Einwanderin, Alter 19. Okay. Krass. Ich glaube, die verkaufen ja einfach nur Frauen. Das ist ein Audiolog. Lucky Köln. Überlasse ich Irak und seinen Viceroys die Verantwortung für die Auktion. Sie leisten gute Arbeit beim Drogenhandel in den Wards. Ich habe Irak versprochen, dass ich ihn belohne, wenn er sich als verlässlich erweist. Okay. Und das hat er. Wenn alles gut geht, muss ich in Zukunft keinen von meinen Leuten mehr dafür abstellen. Da ist irgendwas. Das haben wir gehackt, aber hat irgendwie nichts gebracht.
So, wir sollen das hier erreichen, Freunde. Noch 2 Meter. Und dann werden wir mal gucken, was dahinter ist. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge von Watch Dogs. Ja, Freunde, Crispin ist tot. Wir haben die Einladung abgeholt und sind nun in der Auktion von diesem Gentleman's Club oder wie man es auch immer nennen will. Eigentlich werden hier nur Frauen verhökert, ne? Außer die Premium Girls. Die werden nur verkauft. Wenn die nicht so Premium, ja, also die normalen Weiber, die darf man noch testen. Auch nicht verkehrt, ja. Aber wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir wollen eigentlich nur, ja, schauen, was hier abgeht. Informationen über Irek bekommen und Poppy herausholen. Aber wie das läuft, Freunde, ihr wisst es. In der nächsten Folge von Watch Dogs dazu mehr. Also bleibt dran, haut rein. Euer Jardi. Ciao.